Mein Name ist Brigitte Biel. Ich backe heute hier in der Melanchthon-Gemeinde meine knusprigen Haferflecksplätzchen. Die Zutaten dafür sind 250 Gramm Butter oder Margarine, 160 Gramm Zucker, 2 Eier, eine Prise Salz, 180 Gramm blütenzarte Haferflocken, 1 Teelöffel Backpulver, 150 Gramm gemahlene Haselnüsse, 125 Gramm knusprige Haferflakes. Man kann auch noch Rosinen dazu nehmen, aber die habe ich weggelassen, die verbrennen so schnell. Also ich nehme 250 Gramm Butter und den Zucker. Den schlage ich cremig auf. Dann kommen die 2 Eier dazu und werden auch noch mal cremig aufgeschlagen. Danach kommen die Haferflocken, 1 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, noch ein bisschen Lebkuchengewürz und die Haselnüsse unter die Masse. Die werden dann mit dem Mixer nochmal untergerührt. Zum Schluss nehme ich die Haferflecks und rühre und hebe sie mit einem Löffel darunter. Und das Rezept ist somit fertig. Nun wird die fertige Plätzchenmasse auf das Blech gebracht. Dazu habe ich einen kleinen Portionierer. Das erleichtert die Arbeit sehr. Ansonsten nimmt man 2 Teelöffel und setzt kleine Häufchen auf das Backblech. Mit dem Portionierer geht das leichter und schneller und alle Plätzchen sehen gleich aus. Die Plätzchen kommen dann in den Backofen auf 160 Grad Heißluft für 10 bis 15 Minuten. Je nachdem, wie der Backofen backt, und jeder kennt ja seinen eigenen Backofen. Und nach 10 bis 15 Minuten sind sie dann fertig und sehen dann so aus. Das sind meine schönen Haferflecksplätzchen.